Hey, so im heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euch eure eigenen Fontänen erstellen könnt. Dazu gehen wir jetzt einfach mal hier hin und geben our Fountain an. Und voilà, ihr habt eine wundervolle Fontäne. Und wie ihr das Ganze machen könnt, seht ihr nach dem Intro. So, und da sind wir auch nun wieder. Jetzt wollen wir das Ganze einmal implementieren. Das Ganze ist relativ einfach. Wir machen uns dazu erstmal einen neuen Comment, nämlich ein Fountain Comment. Das Ganze mache ich wieder als Comment Executor, und wie ihr es auch schon aus den letzten Videos kennen solltet. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie ein Comment Executor funktioniert, ich empfehle euch jetzt nochmal oben in die Infocard zu schauen. Da habe ich das jetzt nochmal verlinkt, wie ein Comment Executor funktioniert. Dann könnt ihr hier nach direkt weitermachen. Es ist sinnvoll zu wissen, wie ein Comment Executor funktioniert, weil es die beste Implementierung von Comments ist. So, dann implementieren wir unsere Methoden wieder. Mach halt Comment Sender Sender, CMD, CMD Label und args. So, CMD Label. So, dann Return müssen wir auf True setzen. Und jetzt müssen wir halt am Ende sozusagen nur noch einmal eben kurz abfragen, ob der Sender ein Spieler ist. Also if Sender Instance of Player, dann geht das Ganze weiter. Dann machen wir Instance of. So, wenn er also ein Spieler ist, dann ist Player gleich in Klammern Player Sender. So, jetzt wollen wir halt ja die Fountain halt sozusagen spawnen, insofern, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen spawnen, sozusagen platzieren. Dafür müssen wir halt sozusagen hier dann einfach nur was ausführen. Das heißt, wir müssen unsere Fountain jetzt erstmal programmieren. Das Ganze mache ich einmal hier in der Plugin-Utils als Methode, die wir dann ausführen können. Das ist einmal eine Public Static, damit können wir statisch ausführen. Void Create Fountain. Wenn ihr das Spiel halt sozusagen platzieren wollt, empfehle ich euch das natürlich dann anzupassen, aber das will ich jetzt hier auch nicht weiter eingehen, das würde einfach zu lange dauern. Von daher, das könnt ihr dann am besten selbst machen. So, als erstes müssen wir uns hier einmal einen Scheduler machen. Das heißt, wir machen bucket.getScheduler.SchedulesyncRepeatingTask. Dann müssen wir einmal das Plugin übergeben. Das ist in diesem Fall Tutorial.m bei mir. Das ist ja meine Main-Klasse. Dann ein New Runnable. Den führen wir hier drin aus. So, dann müssen wir den einmal die Methoden implementieren. Dann haben wir hier sozusagen unsere Runnable. Und hier vorne wollen wir sozusagen die Ausführung machen. Das erste ist sozusagen, wann wird das ausgeführt? Oder wonach? Also, wie viel Sekunden Verzögerung, bis es das erste Mal ausgeführt wird? Das ist nicht mal 0, beziehungsweise Ticks Verzögerung, sorry. Und dann haben wir halt immer wieder in einer Verzögerung von einem Tick. Kleiner als ein Tick können wir gar nicht machen mit dem Scheduler, weil Bucket kann halt nur immer pro Tick eine Sache spawnen. Und hier müssen wir sozusagen unsere Ausführung machen. Das ist relativ einfach. Als erstes müssen wir halt einmal hier oben bei Create Fountain einmal unsere sozusagen. So, Location übergeben, das nehmen wir einfach Location Lock. So, und dann müssen wir jetzt halt einmal unseren Falling Block erstellen. Deswegen habe ich auch das Tutorial ja vorher gemacht, das mit den Falling Blocks. Wer das jetzt noch mit den Falling Blocks ja nochmal verstehen möchte, einfach einmal das Tutorial zurückswitchen, dann erkläre ich, wie das mit den Falling Blocks funktioniert. Heute geht es so ein bisschen um Vektoren indirekt. So, dafür müssen wir uns erstmal unsere Blockdata erstellen. Das ist eine Blockdata. Data ist gleich bucket.createBlockData. Aus einem Material, und dann nehmen wir Material.packedIce. Also ich finde das ganz solide. Eine kleine Info für die Leute, die jetzt sagen, oh, das ist ja eine Fountain, die sollte ja vielleicht aus Wasser sein. Könnt ihr gerne ausprobieren. Funktioniert aber nicht so gut. Ist jetzt so meine Erfahrung. Von daher würde ich halt eher empfehlen, das mit Packed Ice zu machen. Alternativ halt Ice. Das könnt ihr euch ja anschauen oder halt anpassen, wie ihr wollt. Ja, dann machen wir einen Falling Block. Das ist halt dann bucket.spawn falling block. Bucket. Achtung, ich bin auch doof. Log.getWorld.spawn falling block. An der Position log mit der Blockdata data. Da müssen wir aber den falling block hier importieren. Damit haben wir jetzt sozusagen unseren Block. Und jetzt müssen wir sozusagen für den Vektor einmal ein paar Sachen berechnen, das ist nicht schwierig. Als erstes müssen wir einmal ein Float x machen. Das ist in diesem Fall math.random. Es gibt uns eine Zahl, also ein Double zwischen 0 und 1.
Deswegen rechnen wir davon ab minus 0,5d, also ein Double von 0,5, und teilen das Ganze durch 5,0f, also ein Float. Danach müssen wir das Ganze noch einmal zum Float casten und danach sollte das Ganze funktionieren, genau. Einmal zur Erklärung, wie das Ganze berechnet wird. Dieser Vektor x sagt an, in welche Richtung sozusagen das abrutscht sozusagen am Ende, also unser Block. Ihr werdet ihr gleich sehen an der Fountain, wie sich das Ganze halt ja verteilt. So, und dementsprechend muss halt sozusagen, machen wir es über ein Random. Der Random gibt immer einen Wert zwischen 0 und 1. Dann ziehen wir halt 0,5 ab, damit haben wir halt einen Wert von minus 0,5 bis 0,5. Das heißt, wir können auch negative Bereiche bekommen. Dann teilen wir das Ganze nochmal durch 5,0. Das heißt, es wird nochmal durch 5 geteilt. Macht also Abweichung von minus 0,1 bis 0,1. Und dann müssen wir halt nochmal unseren Float y machen. Das ist einfach nur 0,8f. Das ist sozusagen die Höhe, in die wir schießen wollen. Wenn ihr es sozusagen jetzt höher haben wollt, müsst ihr höher als 0,8f setzen. Wenn ihr es niedriger haben wollt, macht ihr es niedriger. Das könnt ihr anpassen. Und dann müssen wir nochmal das gleiche wie halt oben für z machen, nämlich einmal ein Float und dann halt kein großes f, Float und dann halt ein math.random minus 0,5d geteilt durch 5,0f. Wichtig hierbei ist auch, dass ihr bitte auf die Punktion, die Notation achtet, dass ihr sozusagen halt auch die Klammern richtig setzt. Wenn ihr nämlich nicht halt sozusagen die Klammern hier um math random minus 0,5d setzt, dann gibt es halt einen Rechenfehler, dann wird nämlich erst das durch geteilt gerechnet anstatt das Minus und das kann halt am Ende zu Fehlern führen. Von daher, es empfiehlt sich hier in diesem Fall mit den Klammern zu arbeiten. So, und jetzt müssen wir halt einfach noch ein paar Sachen für unseren Block setzen. Das heißt, wir machen einfach block.setVelocity. Das ist ein new Vector und ein x, y und z. Hier müsst ihr einmal den Vektor importieren, nicht den Java-util, sondern den org-bucket-util. Dann müssen wir noch block.setDropItem setzen. Das muss auf false sein, das heißt, wenn der Block sozusagen runterfällt und eigentlich sozusagen zu einem statischen Block werden möchte, dann und das nicht funktioniert, dann würde das Item gedroppt werden. Das wollen wir hier verhindern, deswegen machen wir block.setDropItem zu false. Und dann müssen wir noch block.setHurtEntities auf false setzen. Somit kann halt keine Entity durch diesen fallenden Block irgendwie Schaden nehmen. Das ist halt ja extrem wichtig, ansonsten kann man nicht durch den Springbrunnen durchlaufen, ohne dabei halb zu sterben. So, jetzt müssen wir auch noch was hinzufügen, nämlich wenn der Falling Block auf dem Boden aufkommt, kann es dazu kommen, dass sozusagen der Block stehen bleibt. Und wir wollen ja nicht unsere Fontäne halt sozusagen feststehend bekommen. Deswegen müssen wir einmal einen Listener hinzufügen, den nenne ich jetzt einfach hier in diesem Fall Falling Block Listener. Falling Block Listener. Implementieren darin Listener. So. Und dann müssen wir halt einfach sozusagen uns einmal ein Event implementieren, wie über den Event-Händler wieder mal erstmal. Also einmal @EventHändler anschreiben, dann public void on und dann ist das ein Entity Change Block Event. Entity Change Block Event Event. So, dann einmal alles importieren. Entity Change Block Event importieren wir auch. Und jetzt müssen wir hier nichts Großes machen, sondern einfach nur abfragen, if event.getEntity.getType gleich EntityType.fallingBlock. Wenn das der Fall ist, machen wir in diesem Fall fallingBlock. Block ist gleich event.getEntity. Dann müssen wir das Ganze noch einmal casten. Also erstmal importieren, dann casten. Und dann müssen wir noch was abfragen, nämlich if in Klammern block.get blockdata.getMaterial.getType. Ja, es wird lang. Oh ne, schon. Wir müssen nur getMaterial fragen. Gleich material.packedEyes. Dann müssen wir das Ganze canceln. Event.setCancelled und dann halt true. Wichtig ist in diesem Fall, ihr müsst halt hier das Material auch abfragen, was sozusagen ihr jetzt hier in den Plugin-Utils gesetzt habt. In diesem Fall ist es ja hier Packed Ice. Wenn ihr Ice nehmt, müsst ihr Ice setzen. Ihr könnt natürlich jetzt auch komplett das bei Falling Blocks deaktivieren. Ich würde es aber nicht empfehlen, falls ihr in Falling Block zum Beispiel ein Sand habt, was runterfällt, dann würde der halt sozusagen nicht gedroppt werden. Das wäre nicht sinnvoll.
Ja, das Ganze war es dann auch schon erstmal in die Richtung. Jetzt müssen wir nur hier in unserem Comment halt was hinzufügen, nämlich einmal Plugin utils.createFountain und dann und auf player.getLocation. Damit wird sozusagen die Fontäne jetzt an der Location des Spielers erstellt. Ich mache jetzt hier keine Ausgaben mehr, das sollte eigentlich so vollkommen ausreichen. So. Und dann müssen wir jetzt noch unseren Comment registrieren. Das heißt, wir gehen jetzt einmal auf die Plugin-Utils, müssen hier dann unseren, wie hier vorne, unseren ersten Comment einfach über tutorial.m.getComment. Dann ist das hier fountain.setExecutor und das ist new fountain comment. Den müssen wir einmal hier importieren. Und dann haben wir sozusagen unseren Fountain Comment implementiert. Jetzt müssen wir noch einmal unser Event registrieren. Das heißt, wir machen über Plugin Manager.register Events. Und dann ist das hier in diesem Fall einmal new Falling Block Listener. Und dann halt übergeben wir dann hier tutorial.m. Ups. So. Und das einmal importiert. Fertig. Dann können wir das Unused hier oben wegnehmen. Damit haben wir das Ganze. Jetzt müssen wir noch unseren Comment registrieren. Und das machen wir vorne einfach mit Fountain. Den speichern wir jetzt sozusagen in die Plugin-YML. So, und das war's auch schon. Somit haben wir jetzt sozusagen unsere Fontäne erstellt. Und dann sehen wir uns gleich in-game wieder. So, und nun befinden wir uns auch schon in-game. Ich habe hier einmal eine so eine Brunnenplattform erstellt. Und jetzt werden wir einfach eine Fountain erstellen. Das heißt, wir gehen einfach jetzt mal hier auf die Druckplatte und geben ein /Fountain. Damit wird jetzt unsere Fontäne erstellt. Und voilà, wir haben eine wundervolle Fontäne, die in diesem Fall Blöcke um sich schmeißt. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie ihr seht, hier wird sozusagen eine Fontäne, die hier aus Blöcken was um sich rumschmeißt. Kann man halt überall hinstellen. Sieht vielleicht in der Lobby auch ganz toll aus. Ihr könnt es prinzipiell mit jedem Block machen, den ihr machen wollt. Ja, dann hoffe ich einfach, dass es euch gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie was Spezielles nochmal sehen wollt. Und ansonsten abonnieren, Notification anschalten, damit ihr auch informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.